Servus Leute, da bin ich wieder. Es gibt zwei neue Messer von Wolfgangs und zwar einmal für kleine Abenteurer, das neue WKids Active und für große Abenteurer das neue Virum in richtig geile Farbe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da drauf, viel Spaß. So Leute, ich lasse mir noch schnell einen Kaffee raus und dann können wir direkt loslegen. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr. Hoppla. Wird jetzt ein bisschen windig, deswegen ich hoffe es geht mit dem Mikro. Ja, also wie gesagt, es gibt zwei neue Messer von der Firma Wolfgangs und die habe ich mal wieder zum Testen bekommen für das Video und die möchte ich euch natürlich heute vorstellen. Die Messer kommen wieder aktuell jetzt zu dem Video, kommen sie raus. Das heißt, unten ist ein Link in der Videobeschreibung, in den Kommentaren, da könnt ihr dann zum Shop gehen. Nutzt den Code KURPFALZ10, falls euch die Messer interessieren, spart ihr nochmal 10%. Genau, und jetzt fangen wir an. Kaffee lassen wir noch kurz ziehen. Also, was gibt es denn Neues? Als erstes mal, es gibt ein neues Kindermesser von Wolfgangs. Ich habe euch schon mal eins vorgestellt, das war mit abgerundeter Spitze, das war auch hier auf dem Akku, auf dem Acker. Ich mache euch mal hier oben einen Link rein zu dem Video, könnt ihr euch nochmal anschauen. War da ein komplettes Review. Jetzt gibt es eine Weiterentwicklung und zwar ist das WKids Active. Ich zeige es euch mal schnell in der Nahaufnahme. Also ihr seht gleich, es hat eine richtige Spitze bekommen und ist deswegen, ich sag mal, für ein bisschen größere Kids, die dann vielleicht schon besser mit dem Messer umgehen können. Das Geile finde ich auf jeden Fall, das WKids Active sieht brutal aus, wie das Geschwisterle, das Kleine vom W1 zum Beispiel. Also wirklich richtig geil. Da kann ich euch jetzt schon sagen, da wird mein Kleiner durchdrehen, wenn er das Messer sieht. Wenn wir dann hier Papa und Sohn Messer haben natürlich. Also wirklich richtig geil. Ja. Zum Messer, ich sage euch kurz, was es alles zu dem Messer Wichtiges gibt. Wir haben immer noch den TPE-Griff hier, ist einfach ein richtig guter Kunststoff. Er ist ein bisschen härter geworden wie das letzte Mal. Was mir einfach wichtig ist, das Material ist auch, wenn das Messer mal nass ist und rutschig ist, es liegt immer noch gut in der Hand. Es hat hier vorne einen kleinen Guard, dass man nicht abrutschen kann. Ist einfach ein richtig sicherer Griff. Die Klinge, jetzt kriege ich den ganzen Rauch ab. Die Klinge ist ein 440C Stahl. Sollte jeder kennen, ist einfach ein bewährter Stahl, war früher ziemlich Nonplusultra und was früher geil war, ist heute immer noch geil, meiner Meinung nach. Ist einfach ein guter Stahl, ich habe noch nie Rostprobleme gehabt mit 440. Ihr könnt ihn gut nachschärfen, er hält auch relativ lang die Schärfe, also einfach ein Top-Stahl. Das ist jetzt hier die Stonewash-Klinge. Das Messer gibt es in verschiedene Varianten, gibt es mit, also wie gesagt, Olivengriff, schwarze Griff und ich glaube Orange. Und bei der Klinge gibt es Schwarz, Stonewash und Blank halt, also Silber, die Klinge, genau. Hier haben wir eine ich kann mir das nicht merken, Polypropylenhülle. Kennt ihr schon wahrscheinlich vom W-Modell. Ist einfach eine Kunststoffhülle, die ist ziemlich robust, die hält einiges aus, hat hier einen guten Clip. Messer sitzt gut drin, passt alles, wackelt nichts und ja, ist einfach. Macht es, was das soll, die Scheide auf jeden Fall. Bei dem Modell jetzt ist ein Feuerstahl dabei. Ihr könnt es aber auch ohne Feuerstahl wählen, euer WKids. Und es gibt natürlich auch immer noch die alte Version mit der abgerundeten Klinge. Das ist dann das WKids Protect, heißt dann. Aber wie gesagt, da habe ich euch ja den Link reingemacht. Schaut euch mal das Video an. Ist dann so für die Anfänge mit dem Messer. Hier ist auch wieder ein Messerführerschein dabei. Da könnt ihr dann eurem Kind ein bisschen die Regeln erklären und so. Danach kriegt es einen Stempel, wo dabei ist. Könnt ihr unterschreiben. Euer Kind ist stolz und ja, hat was gelernt. Also gute Sache. Feuerstahl probieren wir jetzt. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht mit dem Messer. Es ist ein neuer Feuerstahl. Es ist also nicht mehr der mit dem einglassenen Feuerstahl und Magnesium auf der Rückseite, sondern es ist jetzt ein ganz normaler Feuerstahl. Wie gesagt, wir haben hier Stonewash Finish. Stonewash Finish sind die Kanten nie ganz so scharf wie bei einer blanken Klinge. Deswegen, wir probieren es erstmal. Die Beschichtung muss natürlich erst runter. So. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mit blanker Klinge geht es immer ein bisschen besser. Aber zur Not funktioniert es
einwandfrei. Genau. Das ist das WKITS Active. Ich denke, ich habe alles gesagt dazu. Der Kleine wird sich extrem freuen. Ich muss euch das nochmal zeigen. Ich finde das so geil, ohne Scheiß, Mann. Schaut mal. Es ist doch echt brutal hier. Ich hoffe, man sieht es gescheit. Wie Geschwisterle. Ja, und natürlich ist das Messer auch extrem scharf wieder, natürlich, wenn es kommt. Also da kann er, da können sie richtig schaffen mit den Kids. Meiner liebt es, Leckchen zu machen. Also ganz klar, schön scharf das Messer. Baton und so, ja, kann man natürlich auch, aber ob das Kind jetzt unbedingt machen sollte, ist natürlich eine andere Frage. Müssen wir uns mal um den Kaffee langsam kümmern hier. Leute, es wird windig. Ich hoffe, es geht mit dem Sound. Ich kann es leider nicht erinnern, wir sind halt draußen. Ne? Ah, schaut mal. Herrlich. Perfekt. Dann passt es auch mit dem Kaffee. Probieren wir mal. Wunderbar. So, es gibt aber noch ein zweites Messer. Auch ein alter Bekannter. Und zwar ist das das Wolfgangs Virum. Zum Virum sage ich euch gleich dazu. Ich mache euch hier oben einen Link rein. Das Messer habe ich gehabt beim auf der Suche nach dem perfekten EDC. Bei der Videoserie, wo ich halt so Paragraph 240a konforme Messer suche. Und das Virum, ich habe das mit Ebenholzgriffschale, ist ein richtig geiler Gentleman-Folder, finde ich. Schaut euch das Video an, wenn ihr euch für die Holzgriffschale interessiert. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein Upgrade, und zwar haben wir jetzt G10-Griffschale. Ich muss euch das erstmal zeigen hier. Es ist nämlich einfach nur geil, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier die Variante bekommen mit Olive G10-Griffschale. Das Messer ist immer noch ein 440C-Stahl. Habe ich gerade eben schon was dazu gesagt. 440C, einfach ein geiler Stahl, meiner Meinung nach. Wir haben Backlock, das heißt, das Messer verriegelt natürlich. Ist aber ein Zweihandmesser, da wir hier diese Daumenkerbe haben. Also so wie bei einem Back 110 zum Beispiel. Und somit ist es auf jeden Fall Paragraph 240a konform. Ihr dürft es führen legal in Deutschland. Und ja, dieses Messer wird definitiv mein Wald-EDC-Messer, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal wieder ans Feuer, es ist kalt. Einfach, weil ich das Virum ja schon kenne und schon lange benutze. Ich habe das oft beim Steakessen dabei oder so als EDC-Messer ab und zu. Und ich weiß, was es kann. Es ist ein richtig harter Worker. Aber ich würde es jetzt mit meiner Ebenholzgriffschale nicht mit in den Wald nehmen, weil man es dann wirklich zu schön dafür ist. Aber dafür habe ich jetzt das hier. Ich finde es richtig geil, die G10-Griffschale, sie sind wirklich griffig, fühlen sich gut an. Sehen verdammt geil aus in dem Oliv und in dem Schwarz. Ja, gibt es auch noch eine andere Variante mit schwarzer Griffschale und silberner Klinge und ich weiß nicht genau, ich glaube sogar Stonewash. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Schaut einfach mal im Shop. Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Nutzt den Code KURPFALZ10, kriegt dann nochmal 10%, spart oben drauf. Ja, richtig geiles Messer. Ansonsten, wie gesagt, Hechtklinge, Hohlschliff, Schneiteufel. Also, das Messer ist Bombe. Ich habe es ja schon lange bei mir, nur in einer anderen Farbe sozusagen. Also hier Löckchen und was weiß ich was. Richtiger, geiler Schneiteufel. Und es gibt kein besseres Messer zum Steak essen, außer das hier. Also wirklich, hoppla, der absolute Hammer meiner Meinung nach. Und das hier ist einfach die Farbkombination, richtig geil. Dazu kommt wieder eine Lederpouch, weil das Messer wiegt schon ein bisschen was. Also einfach in die Hosentasche rein würde ich es jetzt nicht stecken. Ist auch kein Clip dran, würde aber auch die ganze Optik und die Haptik kaputt machen. Deswegen ist hier wieder eine Lederpouch dabei, die ist auch richtig cool, hier mit Clip. Das heißt, ihr macht das Messer hier rein und könnt hier einfach das ganze Teil einstecken, hier an eure Hose festmachen. Und was ich also sogar noch mache dann, ist, dass ich hier zum Beispiel noch eine kleine i5 oder so reinmache. Dann habt ihr hier euer EDC-Set dabei. Passt schön in die Tasche.
Ja, habt da alles dabei, was da braucht. Ja, also das Messer, ich kann es euch nur empfehlen, ich liebe das Virum. Och, jetzt habe ich wieder Rauch in der Fresse. Mann, Mann, Mann. Schwierige Bedingungen heute. Ja, auf jeden Fall ein richtig geiler Worker. Und mit der Ebenholzgriffschale, das andere Modell, das ich habe. Richtig geiles Gentleman-Messer, finde ich. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen über einen netten Kommentar. Und ja, ich mache jetzt mal Feierabend hier, sonst kriege ich noch eine Rauchvergiftung. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.